Ich hab's auch nicht vor. Oh mein Gott. Was zum Teufel seid ihr denn? Ich bin ja schon weg. Boah. Das sind noch mehr von den Viechern. Lasst mich hin. Lasst mich hin. Lasst mich in Ruhe. Au. Das war fies. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Chameleon Twist 2. Diese Folge ist für mich ein bisschen special, weil im Prinzip gestern der Livestream gelaufen sein wird, also zum Zeitpunkt, wo die Folge rauskommt, wegen Yooka-Laylee, wenn alles nach Plan läuft, ne? Und für mich liegt dieser Livestream auch noch in der Zukunft, also ein bisschen strange, weil im Prinzip habe ich ja dieses Spiel hier als Let's Play gestartet, weil es zum einen schön kurz ist, um die Zeit zu überbrücken, und zum anderen aber auch schon mal ein bisschen in die Richtung geht als Plattformer, dass man sich schon mal ein bisschen einspielen kann, und was Plattforming angeht und so. Aber wir wollen jetzt ins Pyramidenland gehen und ich habe... Oh Gott, ich weiß wieder, was der Boss war. Ich habe nämlich nach dem letzten Boss so ein bisschen Schiss bekommen. Wenn ich ehrlich bin. Alles klar. Für so Leute wie mich gibt es hier schon mal das erste Leben. Alles klar. Blöder Blhase. Ja, das ist ganz schön heiß hier, ne? Also das ist das Pyramidenland, falls du es noch nicht wusstest. Und die letzte Welt. Ja, ich habe genug von der Hitze. Ich verkrümel mich dann mal. Ciao. Achso, ja, übrigens, fast hätte ich es vergessen, ne? Du solltest ein Trainingsspiel spielen. Das Pyramidenland ist hart, ne? Das weißt du doch. Nein, verkrümel dich. Verkrümel dich, Typi. Kann ich da eigentlich drauf? Okay, ich werde dann zerquetscht. Aber ich kann theoretisch drauf. Da ist doch bestimmt irgendwo was drauf. Nö. Autsch, ich habe mich einfach mega zermatschen lassen. What the fuck? Ich bin zu schnell. Ich bin zu schnell. Ich bin zu schnell. Oh mein Gott. Ich bin voll auf Speed, Leute. Ich komme da drauf nicht klar. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Was zum... Oh Gott, ich glaube, ich weiß, was die von mir verlangen. Ja. Oh mein Gott. Und wieder unten. Oh mein Gott, was ist das nur, ey? Es ist auf jeden Fall schwer, das Level. Da hat er nicht gelogen. Ich glaube, so soll das sein, wie ich es mache. Ja, nicht so, wie es vorher gemacht hat. Bah, Mann. Das ist schwer. Oh mein Gott, ist das schwer. So richtig mega schwer. Aber gleich sind wir oben. Und das sind schon die nächsten Fledermäuse. Hä? Aber wie? Wie zum Henker soll ich hier hochkommen? Vielleicht so. Okay, hier kommt doch gleich was. Es war so klar. Es war so klar, Leute. Es war einfach so klar. Und es kommt bestimmt gleich zurück. Guguk, guguk. Guguk. Wow! Oder es kommt einfach Neues. Oder so, das war ja irgendwie zu erwarten, dass eins von beiden eintritt. Sonst wäre da nicht die Bodenlücke gewesen. Doch sie war nun mal da. Das war klar. Wie soll man hier hochkommen? Oh, das ist aber knapp bemessen gewesen. Krass. Also, das wäre echt blöd, hier einen Zungenstand zu machen. Oh mein Gott, ja. Moment, 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 Moment. Die Münze ist nicht fake. Okay.
Ich habe fest damit gerechnet, dass die Münze fake ist. Oh mein Gott. Wie soll man das machen? Wie wär's mit Gegenlaufen? Kann ich hier auch vorlaufen? Ja, es geht aber nur sehr langsam, ist egal. Ich nehme diese Qual auf mich. Ist mir jetzt lieber als mit den Pfählen. Klar, man könnte jetzt mit den Pfählen mega skillen. Müsste man auch machen in Speedruns. Ich glaube, diese Spiele werden tatsächlich nämlich auch gespeedrunnt. Aber, oh mein Gott, ich bin hier ja nicht beim Speedrun. Ich hab's auch nicht vor. Oh mein Gott. Was zum Teufel seid ihr denn? Ich bin ja schon weg. Boah, das sind noch mehr von den Viechern. Lasst mich in, lasst mich in, lasst mich in Ruhe. Au, das war fies. Das ist doch echt fies, Mann. Was soll das? Wie sie ihre Spieler verarschen. Oh mein Gott, ich will da drauf. Komm da drauf. Und die Münze habe ich auch gesnackt und da ist eine Karotte. Ich hab verkackt. So mega mäßig verkackt. Was zum... Oh mein Gott, ey! Aber ich kann ja theoretisch drauf stehen bleiben, ne? Ja, kann ich. Was zum... Aber nicht auf dem! Ist das ekelhaft! Was ist das denn für ein Scheiß? Woher hätte ich das jetzt wissen sollen? Ja, okay, ich kann... Hätte es natürlich beobachten können. Genauso wie das hier. Aber was zum Geier, ey. Ich bleib jetzt mal auf dem stehen, weil auf dem geht es. Scheiß drauf. Boah, Leute, sorry, aber... Das war, wurde mir jetzt zu viel. Da wäre sicherlich noch irgendwie eine Münze gekommen oder so, aber... Naja. Hast du alle Karotten mitgebracht? Ich sehe schon, du hast ja nicht alle mitgebracht, du Noob. Also, ja, du musst es wohl nochmal versuchen. Tschüssi. Nein, mache ich jetzt nicht. Oh mein Gott, Fledermäuse. Mederfläuse. Lass mich in Ruhe. Kommt die jetzt auch hierher, oder... Lassen die mich hier in Ruhe? Ich glaube, die lassen mich hier in Ruhe. Aber da kommen bestimmt gleich irgendwo neue. Oh mein Gott. Was zum... Hilfe, 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 Hilfe. Okay, so geht's auch. Ich skill jetzt nicht hier rum. Ich muss hier rumskillen. Och, du Schande. So viel zu, ich muss hier rumskillen. Ach du Schande. Hättet ihr es nicht gedacht, was? Ich lass mir mal die Zunge kürzen. Ich lass sie mir kürzen. Oh mein Gott, ich hab Schiss. So richtig mega Schiss. Autschen. Immer nur einmal. Lass mich in Ruhe. Ich will in diese Truhe. Lass mich in Ruhe. In dieser Truhe. Ich nicht meine Ruhe. In der Ruhe will ich gerne rein. Ich hab nicht meine Ruhe. Oh! Oh mein Gott, Hilfe! Oh, 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 was passiert, hier? Hilfe, ouch. Okay, ich, ne?
Hilfe, oh mein Gott, was ist das für ein Level? Das ist echt hart, oh Mann. Also die letzten zwei Level, die legen nochmal so drastisch an Schwierigkeitsgrad zu. Das ist der Wahnsinn. Die ersten vier gingen ja noch. Aber die letzten zwei Level. Die sind böse. Die sind richtig, richtig böse. Und wieso krieg ich das hin? Der kommt runter, oder? Ach so, nee, ich schieb den runter. Okay. So kann man es auch machen. Ist ein Deal. Ist abgemacht. Nehme ich. Ach, der geht automatisch runter, okay. Nehme ich auch. Die will mich zerstampfen und macht mir Schaden, wenn ich drauf gehe. Was soll das denn? Das ist doch echt unfair, Mann. Ich trick's hier rum wie ein Weltmeister. Das kann man auch machen. Und das Spiel dann auslachen. Ich komm nicht rein. Da lacht mich das Spiel jetzt wahrscheinlich dafür aus. Hahaha. Guck mal, der hat gedacht, er könnte rumtricksen. Ahahaha. Dann halt normal. Aber nicht hier. Hä? Ja, alles klar. Hilfe, mir wird irgendwie schwindlig, wenn ich da so drauf stehe. Wieso schiebt mich das denn runter? Oh mein Gott. Dann mach ich es halt einmal. So, wieso? Hä? Betrug. Ja, okay, ist okay. Dann mach ich so. Hilfe? Okay. Wie soll ich denn hier? Ach so. Danke für das Leben. Okay, dann gehen wir halt über diesen Weg. Bevor ich es mir anders überleg. Oh mein Gott, ich hab Schiss. Ich hab Schiss, Leute. Das ist schon wieder so ein Geschissel. Das bringt mich jetzt hoch und jetzt... Bringt mich das hoch, okay. Oh mein Gott. Leute, ich hab Schiss. Ja, aber ich kann die... Ja, die kann mir doch hier... Alles klar. Sie kann mir da was tun. Ja, und jetzt kommen auch mal Viecher. Haben sie sich auch mal bequemt. Natürlich lande ich jetzt wieder unten. Ist klar. Wieso sollte ich auch oben bleiben dürfen? Warum sollte ich auch oben bleiben dürfen? Das ist doch echt mal richtig krank. Das ist doch richtig krank. Oh mein Gott. Richtig crank. Oh mein Gott. Ja, ich hätte gern mal so einen Geist. Ach Gottchen, der hält mehr aus, weil er groß ist.
Nein, nicht getroffen. Gib mir einen Geist. Nein, ja klar, trifft es den anderen. Oh mein Gott. Gib mir einen Geist. Das ist kein Geist. Das ist ein Geist. Ja, natürlich kommen die Geister erst dann, wenn man... Das ist doch echt unfair. Das ist richtig fies. Oh du Scheiße, was soll das denn? Au und tot. Oh Gott, Leute, wartet nur, bis ihr den Boss seht, ey. Warum nochmal habe ich mir das angetan? Kann mir das nochmal jemand sagen? Warum ich mir das angetan habe, dieses Spiel hier nochmal zu spielen? Ich wusste doch, ich habe es irgendwie schwer in Erinnerung. Jetzt weiß ich auch wieder warum. Ach du Schande, ey. Ja, natürlich ist der Geist jetzt weg. Ist klar. Aber die scheinen immer an denselben Stellen, oder? Drei ist auch nicht die Zahl. Der geht jetzt hoch und runter. Autsch. Autsch, Autsch, Autsch. Vier ist auch nicht die Zahl. Oh, der hat mich jetzt fast runtergeschmissen. Ja, endlich. Okay, nachdem eine besiegt ist, sollte es jetzt ja irgendwie möglich sein, ne? So. Na also. Natürlich, jetzt bekomme ich Unbesiegbarkeit. Jetzt, wo ich es nur noch brauche. Alles klar. Und nur ein Herz. Ja. Natürlich sind die jetzt wieder da. Nee, okay, aber ich darf rüber. Ich darf rüber. Jetzt müsste ich es halt nur schaffen, ne? Ich bin so ein Idiot. Oh mein Gott, ey. Das Level ist echt schwer. Nein, der Boss jetzt schon. Okay. Naja, gut, was sein muss, muss sein. Ja, Zeit, um den letzten Boss zu treffen, ne? Also, wenn du ihn schlägst, dann kommst du zu mir nach Hause, ne? Also, ich warte für dich. Ich warte auf dich, ne? Also, ciao. Kannst du mich nicht einfach so zu dir nach Hause lassen, Typi? Ach, na gut. Ich hab solche Angst. Oh, das ist gar nicht der, mit dem ich dachte, das... Oh, ich hab's verwechselt. Aber ich kann die Sicht nicht drehen. Ah, jetzt macht er den Schlüssel. Okay. Ja, jetzt müsste... Dann bleib ich halt hier hinten. Ich mach da wieder den Schlüssel, okay. Au. Das tat weh. Natürlich pottet er sich gerade dann weg. Ach, die zielte auf mich. Okay. Ich behalte die mal. Nicht getroffen. Verdammt, das war so eine schöne Chance. Ah, okay. Je nachdem, wo er ist, macht er was anderes, ne?
Die zielt da jetzt auch auf mich. Neuerdings. Okay, die kommen also von oben. Die kommen jetzt, glaube ich, gleich auch wieder auf mich gezielt. Der ist aber auf jeden Fall auch fies. Der ist auch nicht ohne. Hab sie. Kommst du jetzt wieder links? Nein. Rechts kommt er. Hab dich. Tschüssi. Hab ein paar. Wo kommt er? 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 Hab dich. Autsch. Hör auf damit. Danke. Wo kommt er? Wo kommt er? Wo kommt er? Hab ein paar. Okay, ich glaube, das ist die beste Taktik, die man fahren kann. Hab ein paar und dann jetzt ausweichen. Da. Wo? Unten kann er nicht kommen. Oh Gott. Und tot. Aber ich hatte ihn unter der Hälfte. Game over, mal wieder. Oh Gott, Leute. Auf ein neues. Oh mein Gott, das ist doch echt krass, dieser Typ. Der nicht mein Typ ist. Ach, das sind die, die mir folgen. Dann kann Modam aber ein paar absnacken. Oh Gott, die gehen also auch bis zum Rand manchmal. Nicht immer, aber manchmal. Verdammt, 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 verdammt. Sind es die, die mir folgen? Nein. Es sind welche, die rund um mich rum erscheinen, aber nicht mir folgen. Ja, gleich zweimal damit getroffen. Damn it. Er hat einen stärkeren Atem. Vielleicht auch ein bisschen Mundgeruch. Weiß ich nicht. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Oh mein Gott. Ja, natürlich verschwindet er jetzt. Diese Sacknase. Ich dachte, ich kann da drüber springen. Nee, kann ich nicht. Kann es sein, dass der immer dort erscheint, wo ich mich gerade nicht hingedreht habe? Und. Nichts gefangen, aber wenn ich jetzt aufpasse, dann kann ich vielleicht hier ein bisschen was snacken. Okay, aber ich habe mich treffen lassen. Oh nein, nicht der Dreck. Genau. Jetzt kann ich dich treffen. Oh, 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 oh. Das sind die gefährlichsten Flammen. Da träume ich auch nicht, stehen zu bleiben und was einzusnacken. Da schon eher. Dann kann ich erst hier so drüber, zurück und dann was einsnacken. Aber er hat mich getroffen, verdammt. Da muss ich noch ein bisschen üben, was das angeht. Au, 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 au. Ich hab welche. Okay, das sind wieder die, die mir folgen.
Okay, ich hab's aber nicht erwischt. Verdammt, 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 verdammt. Ich sehe halt nichts, ich sehe nichts. Hört der schon auf? Ich hab welche. Oh nein! Das ist so fies, wenn man nicht weiß, wo er ist. Ich muss ihn im Blick behalten. Ich muss ihn im Blick behalten. Hab welche. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hab welche. Oh mein Gott! Nein! Wenn der nicht weggesprungen wäre. Und tot. Oh. Leute, das ist definitiv ein Boss, wo man sich sehr konzentrieren muss. Ich probiere das jetzt mal. Also mehr noch als gerade eben schon. Das war fies. Das war so unglaublich fies. Game over. Och man. Das ist doch nicht wahr. Dieser olle Boss, ey. Der olle Boss, ey. Ich bin so blöd, ey. Ich... Lass mich schon am Anfang treffen, es ist doch einfach unglaublich. Diddle
Oh mein Gott. Treffer. Und drüber. Und drei. Okay, okay. Rein damit. Oh, oh. Shit. Okay, ich habe welche erwischt. Das ist gut. Drüber und Okay. Drüber. Und Best Commentary. Drüber und Autsch. Und Best Commentary, ey. Wirklich. Soll mir erstmal jemand nachmachen, ne? Weil ich bin hier gerade voll kondensiert. Kaum konzentriert man sich ein bisschen, funktioniert das aber Ganze auch ein bisschen. Okay, er macht die oben. Na. Ah. Okay. Er macht die gelben links. Egal. Roten oben, rechts. Jawohl. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Ich riskier's. Ja, ich hatte noch so viel Leben, dass ich es riskieren konnte. Jawohl. Weg mit dir. Genau. Ja, also. Boah, Leute. Da freut sich mein Chameleon, mein Freddy hier, dass er das geschafft hat. Und da sind die ganzen Namen. Und wenn man die Namen so sieht, stecken hier wohl auch irgendwelche Asiaten, vermutlich Japaner dahinter. Doch ja, Japaner, stimmt. Japan Supply System war ja, glaube ich, das Entwicklerteam dahinter. Kennt man das eigentlich gar nicht so wirklich, ne? Aber so an sich finde ich dieses Spiel eigentlich echt schön. So als Plattformer kann es sich durchaus sehen lassen. Klar, die Story ist jetzt definitiv, nicht die beste und die Welten sind auch nicht so schön aufgebaut wie bei einem Banjo-Kazooie oder so, sondern sind halt einzelne Level, so 3D-Weltartig, so Level für sich halt. Aber es geht halt in dem Spiel wirklich auch eher um die Challenge und die kann es definitiv bieten, vor allem in den letzten beiden Leveln. Holla, die Waldfee. Also das, was es sein will, das ist es echt gut, muss man schon sagen. Und bietet dabei auch schöne Abwechslung, auch mit den verschiedenen Themen in den verschiedenen Welten. Ist das doch echt schön gemacht, muss ich schon sagen. Und die verschiedenen Charaktere, die man zur Auswahl hat, sind auch echt cool.
Wobei es man sagen muss, dass es ein sehr großer und ungewohnter Schritt ist von Chameleon Twist 1 auf 2, weil es so viel schneller und flüssiger funktioniert, das ist der Wahnsinn. Also wenn du davor den ersten Teil gespielt hast und dann plötzlich den zweiten spielst, dann kommst du erstmal nicht drauf klar. Also das ist safe. Aber ja, hat sich auf jeden Fall entwickelt und das ist cool. Na, wie hat dir diese Welt gefallen? Spaßig, hm? Ja, total spaßig. Also, das hier ist mein Haus, ne? Komm zurück, wenn du spielen wirst. Irgendwann. Irgendwann. Ich warte, ne? Ich kann warten. Und plumps. Und wir haben uns einen Fallschirm behalten. Der eigentlich eher ein Regenschirm ist. Oder ein Sonnenschirm, wie man will. Was ist hier gerade passiert? Egal. Da kam wirklich kein Ton. Pyramid Land Clear. Finn, da ist er schon wieder, der olle Finn. Great, come on. Next game is perfect clear. Schauen wir mal. Save Game Data. Klar. Controller Pack is not... Connect Controller Pack. Warte mal, ich... Speicherblock. 9. Spielstand speichern. Kann ich das hier... Ne, Controller. Plugged in Memory Pack. Kann ich jetzt wieder... Ich habe jetzt hier mal... No saving. Na also, geht doch. Na gut. Dann soll es das von meiner Seite auch soweit gewesen sein. Von diesem Let's Play von Chameleon Twist 2. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß an diesem Let's Play, an diesem Projekt. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich sehr freuen. Und wenn wir uns auch bei einem anderen Let's Play wiedersehen oder in einem Livestream, wie dem auch sei. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.